Guten Tag. Ja, die Dummheit immer fürchten. Es kam zu einer Tragödie und das hat mich zu diesem Nachtrag veranlasst. Bis vor ungefähr 10 Jahren, 12 Jahren, bin ich natürlich allen Menschen, das mache ich auch heute noch so, immer mit Respekt begegnet und konnte mir aber, und das ist der Unterschied, den ich dann anführen muss, konnte mir aber nicht vorstellen, dass zum Beispiel Vorgesetzte oder Politiker oder eben hochstehende Personen oder wie auch immer, dass die tatsächlich doch auch von der Dummheit befallen sein könnten. Das ging nicht. Ich war entsprechend höflich und dachte immer, na ja, man kann das alles noch irgendwie mit Erklärungen und so weiter belegen und den anderen davon überzeugen und . Ja, so, und jetzt aber nicht gleich in die Tasten hauen, sondern zuhören. Zuhören, ihr könnt dann immer noch schreiben. Wie das zu dieser Tragödie kam, was der Anlass für mich war. Dazu mal eine ganz kurze Geschichte. Und zwar am 2. Juli ist das passiert. Gartenparty endet in Tragödie. Und ich kenne einen Freund, ich habe einen Freund, der weiß sogar aus nächster Nähe, was passiert ist. Aber diese Zeitung, ich glaube, das ist die sogenannte Volksstimme, die berichtet hier, was war geschehen. Ich lese es kurz vor. Also, was war geschehen? Nach bisherigem Ermittlungsstand, so teilt die Polizei mit, wollte ein 60-Jähriger gegen 22 Uhr eine Feuerschale mit Brennstoff, vermutlich Ethanol, also Alkohol, auffüllen. Unmittelbar darauf sei es zu einer starken Verpuffung gekommen, die bei einem 70-Jährigen sowie einer 68 Jahre alten Frau zu schwersten Verletzungen führte. Ein 22-jähriger Mann zog sich ebenfalls schwere Brandverletzungen zu, als er den 70-Jährigen im Rahmen der Ersten Hilfe versorgte, teilte der Polizeisprecher mit. Ein 58-Jähriger, auch ein Gast der Familienfeier, wurde leicht verletzt. Der 60-Jährige, der die Feuerschale mit Brennstoff füllte, blieb laut Polizei unverletzt. Ja, und einer der Verletzten ist dann unter Schock sogar abgehauen, einfach so, aus lauter Angst. So, naja. So, und der bei dieser ganzen Sache dabei war, mit eingeladen war, mein Freund, der berichtete das noch etwas detaillierter, und zwar sagte er, ja, die Feuerschale war am Ausgehen, und dann kam einer mit Bioethanol an, und da wandte er sich schon ab und befürchtete schon das Schlimmste, und das kam dann auch, und mit einem dabei stehenden Freund haben die sich beide schnell von diesem ganzen Ort entfernt und hörten noch, wie jemand sagte, bist du verrückt? Willst du das Ding da mit dem Zeug auffüllen? Wieso? Ist doch Bioethanol. Ja, bloß weil Bio draufsteht, bleibt das Ethanol. Ethanol ist der pure, zweiwertige Alkohol, den man auch, wenn er nicht vergällt ist, trinken kann, was in den Flaschen drin ist. Aber jeder weiß, dass der so eine verheerenden Auswirkungen haben kann, weil Ethanol verdunstet ganz leicht bei paaren 40 Grad bereits. Oder lass es 50 Grad sein, das ist doch aber nichts. Aber in eine heiße Feuerschale so ein Zeug zu gießen. Ja, und dann sagt mein Freund, und dann gab es eben diese Verpuffung. Und in der Nähe stand eine Birke und er sagt, die war bestimmt so schon bald 20 Meter hoch. Die Flamme schien bis in 20 Meter Höhe zu gehen. Und blöderweise, und dadurch kam es zu diesen Verbrennungen der anderen, blöderweise muss dann wohl der Kanister irgendwie vielleicht auch geplatzt sein, kann auch sein, denn wenn in so einem Kanister schon Luft ist, dann gibt es natürlich ein gefährliches Luft-Alkohol-Gemisch, was dann explosionsartig durchaus den Kanister zerstört haben könnte. Das sind jetzt Vermutungen. Auf jeden Fall ergoss sich aber ein riesengroßer Teil über den in der Nähe stehenden Tisch. So. Und da saßen Leute dran. Und dann haben die sich alle bemüht, die brennenden Leute, die brannten lichterloh, die brennenden Leute da irgendwie wegzuziehen und das Feuer auszuklopfen. Man hat ja nicht unbedingt gleich Wasser dabei, sollte man, aber vielleicht war es bloß ein Eimer für die Feuerschale zum Schluss, was auch immer. Jedenfalls war es ganz schwer, die Leute dann da noch entsprechend zu retten. Gut, dann kam Feuerwehr und so weiter und so fort. Kommen wir nochmal zurück. Ja, immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Das passiert im Straßenverkehr, das passiert überall. Und hier haben wir es ja auch gesehen. Bloß weil es Bioethanol ist, der Mann, der scheint nichts gelernt zu haben. Schade. Deswegen bleibt das Ethanol und deswegen bleibt es gefährlich. Und das ist das Problem. Immer mit der Dummheit der anderen rechnen.
Das ist das, was ich aus der ganzen Sache wieder erneut mitnehmen muss. So schlimm, wie es auch alles passiert ist. Also drei wurden mit Hubschraubern sofort nach Berlin, Halle und sonst wo in irgendwelche Kliniken geflogen. Und die sind schwerst verbrannt. Und wie immer, der es verursacht hat, ist unverletzt. Ne? Aber das ist ein schönes Gleichnis für die heutige Zeit. Da kann angerichtet werden, was will. Von den Dümmsten, die ja dann auch noch gewählt werden, oder zumindest die man einfach gewähren lässt. Und was passiert? Das Schlimmste. Das ist eine Tragödie. Und solche Tragödien, die werden immer wieder passieren. Und die werden noch auf uns zukommen. So, und jetzt könnt ihr aber anständig bleiben, in die Tasten hauen. Wie auch immer, nehmt das lieber mit und kommentiert nicht so viel, sondern überlegt euch Situationen, wo es immer heißt, immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Also die Dummheit muss immer gefürchtet werden. Die ist nicht einfach bloß so da, sondern die verursacht Tragödien. Und gegen Dummheit lässt sich was tun. Und da sage ich ja gerne, man macht was. Bildung. Es hat nichts mit dem IQ zu tun, sondern mit dem Gebildetsein. Vielleicht werden wir ja doch wieder ein Volk der Dichter und Denker. Im Moment ist es schwer vorstellbar. Zumindest wird es sehr lange dauern. Aber wenn wir nichts machen, wird es immer weitergehen und in die Idiokratie gehen. Gut, den Artikel kann ich euch nicht verlinken. Der wird lediglich hinter Bezahlschranken angezeigt. Aber es ist eigentlich egal. Darauf kommt es nicht an. Also macht was. Aber macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.